Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem Gesundheitsmagazin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute waren Anne und ich auf dem Eselsweg in Deidesheim unterwegs. Anne, wir waren wandern. Vielleicht noch mal mit deinen Worten. Warum ist Wandern denn so gesund? Ja, Wandern stärkt die Muskulatur, fördert unser Herz-Kreislauf-System und trainiert die Atmung. Und zusätzlich ist natürlich die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur wunderbar für unsere Psyche und wir bauen sogar Stress ab. Das glaube ich, hat man jetzt auf jeden Fall schon gemerkt. Sag mal, wie oft müsste ich denn wandern gehen, dass man da wirklich einen Effekt merkt? Reicht da schon einmal aus? Leider nein. Also natürlich, wir haben einen Effekt, wenn wir jetzt auf Tour gehen, das kennt wahrscheinlich jeder, man fühlt sich danach glücklich, man fühlt sich zufrieden. Aber diesen Trainingseffekt für Herz, Muskulatur, Kreislauf, da sollte man definitiv regelmäßig unterwegs sein. Im Idealfall mindestens einmal in der Woche. Mhm. Im Vergleich zu mir, Anne, bist du ein absoluter Wanderprofi, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich bin noch ein bisschen am Üben. Würdest du sagen, Wandern ist jetzt nur was für Profis oder können das auch Laien richtig machen? Da können natürlich auch die Anfänger auf ihre Kosten kommen. Man sollte aber darauf achten, dass man sich nicht überfordert und erstmal mit kürzeren Touren und mit wenig Höhenmetern startet. Mhm. Und da gibt es ja auch dieses Stichwort Gesundheitswandern. Was hat es denn damit auf sich? Ja, da hast du völlig recht. Das ist natürlich auch ideal für die Wandereinsteiger. Das Gesundheitswandern ist eine Kombination aus dem klassischen Wandern, also dem Gehen, und Pausen, wo ich Übungen für die Mobilisation einbaue, Übungen für Kräftigung und teilweise auch Gesundheitswissen vermittelt wird. Und das gibt es übrigens auch als Präventionskurs. Sprechen wir nochmal über die Wanderanfängerinnen und Anfänger, wo ich mich auch zuzähle. Gibt es da Tipps, die du geben kannst? Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt hatte, die Strecke. Also man sollte darauf achten, dass die etwas kürzer ist. Also da reichen auch 3 bis 5 Kilometer für den Anfang aus. Und wenn man die Strecke raussucht, auch auf die Höhenmeter achten. 50 bis 100 Höhenmeter sind für den Anfang ausreichend. Und ich kann jedem nur raten, dass es sich auch in seiner Umgebung am Anfang erstmal auffällt, damit man sich nicht verläuft. Und wir sollten auch auf jeden Fall einen kleinen Wanderrucksack dabei haben, wo wir Wasser dabei haben, wo wir Sonnenschutz dabei haben, aber auch Regenschutz. Und im Idealfall vorher auch mal auf den Wetterbericht schauen. Es ist unglücklich, wenn man sich eine Wanderung bei Gewitter aussucht. Allerdings. Und vielleicht noch ein Wort irgendwie zu der Kleidung an sich. Abgesehen vom Rucksack, gibt es da irgendwie Dinge? Brauche ich da direkt eine Profi-Ausrüstung? Wir brauchen kein Profi-Equipment. Festes Schuhwerk ist völlig ausreichend. Wir sollten schauen, dass wir beim Wandern auf jeden Fall nicht umknicken können. Deshalb so einfache Turnschuhe, die ganz leicht sind, sind dann nicht geeignet. Es soll schon fest sein, der Knöchel soll fest sitzen. Aber ansonsten wetterfeste Kleidung, mehr brauchen wir nicht. Super. Liebe Anne, vielen lieben Dank für die Tipps. Ich würde sagen, wir gehen jetzt unseren Weg noch zu Ende. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben es gehört. Auch wenn Sie kein Wanderprofi sind, überhaupt nicht schlimm. Festes Schuhwerk reicht vollkommen aus, eine gute Jacke und los geht's. Hauptsache, Sie gehen an die frische Luft. Selbstverständlich finden Sie alle weiteren Tipps von Hauptsache gesund und von Anne auf unserer Homepage rnf.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.